Der 6. Dezember steht vor der Tür, der Nikolaustag, auf den wir uns freuen, gerade auch im Bonifatiuswerk. Und mit ganzem Herzen wären wir mit dem Erfurter Kinder- und Jugendchor, mit Maite Kelly und anderen sehr gern auf den Domtreppen in Erfurt, in dieser herrlichen Kulisse, um die bundesweite Aktion des Bonifatiuswerkes zu eröffnen. Denn Nikolaus ist echt gut. Doch unser Kopf und unsere Vernunft sagen uns, dass in der Situation der Corona-Pandemie dies nicht möglich ist, um uns und andere zu schützen, um verantwortungsbewusst zu handeln. Das heißt aber nicht, dass der Nikolaustag ausfällt. Im Gegenteil. Den neuen Nikolaus-Song, den der Kinder- und Jugendchor aufgenommen hat und erstellt hat, für den wir sehr dankbar sind, wird auf vielen Kanälen als Musikvideo zu sehen und zu hören sein. Das Bonifatiuswerk hat an 64 Orten Tatorte guter Taten unterstützt und in ganz Deutschland werden rund um den Nikolaustag viele gute Taten auch miteinander gestaltet werden, die zeigen, wie hochaktuell das Anliegen und die Haltungen des heiligen Nikolauses sind. Und dafür sind wir ebenfalls sehr dankbar, was dort und an vielen anderen Orten aus Nächstenliebe gegenüber Bedürftigen, gegenüber Kindern eine Freude macht und auch helfen kann. Denn aus christlichem Glauben hat der heilige Nikolaus uns gezeigt, den Blick für die anderen zu haben, Freude zu schenken, aber auch nicht die Hände in den Schoß zu legen. Und von daher wünschen wir euch und Ihnen allen einen tollen Nikolaustag. Wir wünschen uns mit Gottvertrauen, dass dieser Tag uns in dieser Zeit auch Zuversicht und Hoffnung geben kann, denn Gutes tun kann jeder und Nikolaus ist echt gut.